Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen auf diesem Kanal. Der Leidenschaft, der Romantik, der Hieße. Denn heute geht es wieder in die Patchnotes. 10.20. Patchnotes 10.20 stehen heute an. Und auf diesem Kanal, dem deutschen League of Legends Patch Kanal, gibt es natürlich die Patchnotes, die ihr erwartet und ersehnt habt. Mit dem gewissen Tick. Okay, genug rumgealbert. Fangen wir an mit Aatrox. Aatrox wird gebufft und zwar sein Selfie-Healing. Wenn er sein Ultimate anmacht, dann sagt er sich, yo Leute, alles was an Heal gibt auf mich, denn ich heile mich jetzt mehr. Na, das heißt auch andere Heals, wenn Nami die, keine Ahnung, die Welle macht, na, die perfekte Welle auf Aatrox, dann wird er dadurch auch mehr geheilt. Und dieser Heal wird jetzt gebufft und zwar auf 100% von 70 auf Stufe 3. Und ich muss sagen, soweit ich mich erinnern kann, ist genau das mal genervt worden. Ich kann mich noch an einen Clip erinnern, den Maxim mal gemacht hat. Und zwar war es da der Fall, dass Aatrox irgendwie 10% Leben hatte und auf einmal Full Life war durch die Ultimate. Und das ist komplett krank. Und das, ich weiß nicht, Leute, 30% obendrauf klingt für mich ein bisschen krass. Klar, Aatrox kann ein bisschen Hilfe gebrauchen. Sind wir ehrlich? Sind wir fair? Sind wir nice? Aber 30% direkt, Leute, 30%. Wisst ihr, wie viel das ist? Das ist mehr als 20, mehr als 10, aber weniger als 40. Das sind 30%. Heilige Scheiße. Könnte also sein, dass es wieder genervt wird und dann wird es wahrscheinlich auf 60% genervt. So wie das meistens läuft. Ne? Braum. Braum ist ein Eismann und der, holy shit, Leute, das wusste ich nicht, prügelte ja komplett die Scheiße aus dem Rücken. 275 Damage. Das ist ein vollwertiger Turbo-Todesspell. Auch abgekürzt als TTS. Ach, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ja, auf jeden Fall 275 Damage. Holy shit, ist das viel. Holy shit, ist das viel. Leute, vor allem greift hier einfach Tank-Design, Support-Tank-Design. Ein Champ, warum sollte Braum 280 Damage machen? Das ist der Damage-Wert, den vollwertige Champs machen, sowas wie Fizz. Die Fizz-E macht, glaube ich, 260 Schaden oder 280, irgendwie sowas im Dreh. Und das ist ein absoluter AOE-vollwertiger Spell. Und das hier ist ein Support-Spell, der slowt auch noch. Kann auch noch dafür sorgen, dass du gestunt wirst im Endeffekt durch die Passive mit dazu. Also ich weiß nicht, ob so ein Spell so viel Schaden machen müsste. Da möchte ich, das möchte ich ankreiden. Kann jemand bitte zur Tafel schreiten und das ankreiden? Einmal ankreiden bitte, holy shit. Und das Ding ist, zusätzlich kostet das Ding weniger Mana. Stellt euch vor, Cineminius-Packung, ja? Sind turbo teuer. Und auf einmal kosten die mehr und ist weniger drin. Wäre ziemlich scheiße, aber hier, es ist mehr drin und es kostet weniger. Holy shit, wie krass ist das denn? Würde ich sofort 5 Packungen kaufen. In Polen sind die sogar günstiger, kosten nur ein Euri. Ein Euri müsst ihr nur zahlen. Illaoi. Illaoi wird gebufft, hat jetzt mehr Tentakel zur Verfügung. Das ist Scaling. Das heißt, vorher hatte sie 20 bis 12, scaled mit dem Level. Und jetzt ist es 20 bis 7,25. Das heißt, sie wird einfach generell deutlich mehr Tentakel. Auch so, das fängt sogar ab Level 2, Level 3. Das geht die ganze Zeit weiter. Das ist nicht pull late game. Ne, das ist nett auf jeden Fall. Ist nett. Das ist auch so ein Buff, wo ich sagen würde, ist jetzt nicht ultra krass, dass man sagt, wow, wir müssen die direkt nächsten Patch wieder nerven, so wie bei Aatrox eventuell. Sondern es ist ein gediegener Buff, ne? Das geht. Katus. Wir alle hassen Katus. Jeder hasst Katus. Niemand mag Katus. Ich meine, guckt euch das an. Er denkt so, wow, alle hassen mich. Ihr seid auch alle blöd. Ja, und deswegen verliert er vor allem auch Botlane. Katus wird da viel gespielt und im Jungle. Für beide ist es natürlich tragisch, denn er verliert Rüstung. Circa 3 Armor. Das tut auf jeden Fall weh. Und ja, ich sag mal, wir gönnen es ihm, aber niemand mag Katus. Niemand. Kassadin. Niemand mag Kassadin. Niemand. Außer die, die ihn spielen. Aber jeder hasst Kassadin. Und bei ihm ist es so, viele maxen die eh auf ihn. Und das ist, er ist im Prinzip sehr, sehr safe in der Lane, wenn man nicht retarded spielt. Er hat auch eigentlich eine ziemlich gute Laning Phase, abgesehen davon, dass er gankbar ist. Aber im 1-on-1 ist er eigentlich ziemlich stark meistens. Und deswegen wird das Schild jetzt ein bisschen genervt, damit man sagt, hey, du musst Kassadin, warst heute schon wieder nicht in der Schule, du musst mehr Punkte ins Q investieren. So funktioniert es nicht. Das heißt, dass er so ein bisschen mehr da reinmacht, weil viele komplett eh durchmaxen einfach. Und ja, ne, deswegen hat es jetzt im Early Game ein bisschen weniger Power, finde ich auch gut generell. Nerf ist Nerf, Kassadin verdient das. So sieht einer aus, der es verdient hat. Ne, bei Man trägt der Atemschutzmaske. Also, na gut. Katharina. Katharina, heilige Meilige, Leute. 1er, 0er Bonus Attack Damage Scaling hatte sie auf ihrer Passive. Wird jetzt runterreguliert auf 0,57er. 0, das sind 0,25er
Das ist richtig krass, Leute. Das ist ein richtig krasser Nerf. Wobei man hier sagen muss, es ist Bonus-Attack-Damage. Das bedeutet, ich meine, so viel, also klar, man baut schon viel AD. Also es kommt drauf an, wie man sie spielt. Generell baut man Gunblade, das hat, glaube ich, ca. 80 oder so. Und 60 HP, so circa sowas. Und dann baut man ab und zu natürlich noch Death's Dance, ziemlich oft. Also diese beiden Items, das könnte vielleicht dafür sorgen, dass man weniger AD baut. Und sagt, hey, okay, wenn es nicht mehr so gut scaled, baue ich mehr AP. Fände ich fair, weil diese Death's Dance-Scheiße, ganz ehrlich, ey, das reicht mir. Das muss auf Katarina nicht sein, Leute. Ich weiß, dass es broken ist, darauf möchte ich nicht hinaus, aber genau deswegen, ne? Ja, gut. Klett verliert Rüstung, 4 tut mega weh. So sieht jemand aus, dem es mega weh tut. So, als würde er gerade so auf dem, mit dem C, mit dem großen C gegen eine Tür treten. So gerade so dabei, so. Ah, 4 Armor. Lulu. Jeder hasst Lulu. Außer die, die sie spielen. Oder der, oder die Leute halt. Ja, Lulu kriegt jetzt weniger Bonus-Attack-Speed auf der W. Ist gut. Jeder hasst Lulu. 10% weniger. Ist natürlich vor allem für so Twitch-Spieler nervig. Nervig. Maokai. Jeder hasst Maokai. Ich meine, sorry, das ist nicht, was ich mir ausdenke. Ich meine, dieses Tank-Design, Leute, davon haben wir doch genug. Das haben wir doch bei Teemo gesehen. Hey, du brauchst keine Skillshots. Du machst einfach Damage und bist tanky. Ne? Because I'm tanky. Ja, er verliert Base Damage. 20 weniger, das tut mega weh. 20 weniger tut mega weh, Leute. Finde ich aber, ist das Richtige. Base Damage zu reduzieren bei Tanks. Warum sollten Tanks Damage machen? Warum? Warum? Das ist so, als wenn ihr im Krieg seid, ja? Ihr seid im Krieg und da ist ein Schulbus. Der hat kein Kanonenrohr. Aber er macht trotzdem meisten Damage am Ende des Tages, weil er ein Tank ist. Ne, so ein PKW mit einem Kanonenrohr drin oder so. Ein Fahrrad mit Kanonenrohr, die machen alle nix. Okay, ich weiß, jetzt lange wird's albern. Können wir das bitte lassen? Okay. Nunu. Verliert Rüstung, finde ich gut. Tank-Design, finde ich gut. Tank-Design muss weg. Das Tank-Design muss weg. Das Tank-Design muss weg. Rice. Rice kriegt mehr Damage. Ich mag Rice. Am liebsten süß-sauer, so richtig mit Hähnchenstreifen und so asiatisches Gemüse in der Pfanne. Mwah. Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich hätte ich gesagt, ja, also 10 mehr Damage tut natürlich übel weh. Aber das ist der richtige Schritt grundsätzlich. Ganz langsam. Ne, nicht so sagen, ja, hey, plus 40 Damage. Plus 10. Einfach nur plus 10. Ganz langsam und gediegen, wie diese Musik. 10 ist gut. Da, hier sind wir wieder an so einen Punkt angekommen, wo ich mich frage, erstmal, warum Tanks? Punkt 1. Und Zion could help, little help in the jungle. Erstmal hat niemand Bock darauf, dass Zion dir deine Buffs im Early Game klaut. Da hat niemand Bock drauf. Und obwohl er Toplaner ist. Und zweitens, warum sollte Zion und Urgot und Juggernauts im Jungle sein? Warum? Das ist genauso sinnlos wie Darius und Garen Jungle Buffs. Ihr habt noch nie Darius Jungle gesehen oder Garen Jungle oder Teemo Jungle, wurde alles gebufft und noch nie gespielt. Wie wäre es, wenn die Leute da oben an der Macht, ja? Das sind Leute, die denken so, was wäre cool? Ich mag Tanks, Urgot, Wie wäre es, wenn der jungeln könnte, Wie wäre es, wenn das mal jemand machen würde, der Ahnung davon hat? Der weiß, was er macht, der weiß, was das Volk möchte. Wie wäre es, wenn wir uns dafür einsetzen und sagen, hey, welche Champs gehören in den Jungle? Zum Beispiel Talon, der gehört wirklich in den Jungle. Wie cool wäre das denn? Ne? Talon. Das macht Sinn. Das macht einfach wirklich Sinn. Was macht Urgot im Jungle? Er krabbelt rum. Cool, schön, nett, toll. Talon springt über die Wände und kann ganken. Kann Sachen machen, die Jungler so machen. Er würde farmen und farmen. Warum sollte Zion jungeln? Wie soll Zion eine Lane ganken ohne seine Ultimate? Er läuft dahin, ist wie Udyr. Der Gegner sieht, okay, da ist ein Turm, der gerade aus dem Busch kommt. Ich gehe weg. Und dann geht der weg. Und dann steht Zion so und sagt, okay, ich gehe wieder jungeln. Geiles Jungle-Design. Warum sollte dieser Champ jungeln? Macht maximal Sinn. Also warum lassen wir nicht andere Champs jungeln? Wo es Sinn macht, dass sie jungeln. Zum Beispiel Samira. Könnte theoretisch Sinn machen. Sinn machen. Ja, auf jeden Fall macht er jetzt mehr Damage mit seiner Q und der macht auch mehr Damage mit seiner Passive und mit seiner W. Warum auch immer das so ist. Varus ist kacke, deswegen wird er gebufft, macht mehr Damage mit seinen Hail of Arrows. Nicht zu verwechseln mit Hail of Blades. Es sind Arrows, keine Blades, ja. Ansonsten Chain of Corruption.
macht weniger Cooldown. Ist cool, ist nett. Relentless Hunter hat jetzt 10 weniger Movement Speed. Das heißt, ihr bekommt am Anfang 5 nur noch, anstatt 10. Die kriegt man ja Grund. Und dann pro Stack nochmal ein weniger. Statt 9 bekommt ihr 8. Tut weh. Tut weh. Tut weh. Gut, das war's hiermit. Es gibt neue Skins. Es gibt einfach hier so ein Brand. Aurelion, Leute. Der Skin sieht wirklich Crank McCrankenstein aus. Der ist wirklich gut. Dann habe ich irgendwas kaputt gemacht. Es ist weiß. Da ist es. Dann haben wir Obsidian Drachenset. Die Ash sieht mega gut aus, Leute. Ash hat nur geile Skins. Holy shit, also die alten nicht. Aber die neuen Skins, alle mega gut. Mega geile Skins. Lee Sin, Storm Dragon und Obsidian Dragon Set. Das sind alles coole Skins. Man muss sagen, die Skins, die rauskommen, sind alle immer geil. So, Teamfight Tactics. Ich spiele sehr viel Teamfight Tactics, deswegen gehen wir das Ganze durch. Also, aufgepasst, Leute. Es gibt jetzt beim Combat Recap nicht nur Damage, sondern auch Block Damage und Shields und Healings. Finde ich sehr gut, weil ich habe mich ständig gefragt, wie gut ist meine Yumi? Ich spiele sehr gerne Yumi. Ich habe aber nie eine Ahnung, ist Yumi gut? Macht sie was? Macht sie nichts? Keine Ahnung, wird mir nirgendwo angezeigt. Endlich wird das gemacht. Ja, man hat am Anfang 5 weniger extra Sekunden, das ist nett. Dadurch geht das Game schneller los. Ansonsten, ja, man soll weniger Epic Chosens bekommen. Das nervt mich so ein bisschen, weil ich meistens für die Epic Chosens gehe. Denn jetzt habt ihr statt 25% Epic auf Level 8 Chosen, habt ihr 20%. Ist immer noch eine gute Range, aber naja. Ansonsten, Traits. Traits wird folgendes gemacht. Galio wird genervt, hat weniger Damage, hat weniger AP. Dusk wird genervt, gibt weniger Spellpower. Dusk ist auch super strong, kommen wir auch nachher noch weiter. Keeper wird gebufft. Keeper spielt nämlich so gut wie keiner, beziehungsweise, na gut. Also, nee, es gibt schon ein paar, die das spielen, aber nicht, ist nicht so die krasse Meta. Keeper 3 wird vor allem gebufft. Also, wenn ihr den kompletten Trade habt. Ich glaube, das sind 4 Keepers, müssen das sein. Oder? 2, 3 und 4, glaube ich. Mage Spell Power wird gebufft ein bisschen. Das ist ziemlich krass, weil 3er Mages kriegt man, also nur 3er Mages wird gebufft, kriegt man oft zusammen und spielt man auch relativ oft tatsächlich. Und Spirit wird ein bisschen genervt, aber nur 4er Spirit. 3er Spirit bleibt gleich und das spielen 2er Spirit und 2er Spirit spielen auch einige. Yumi Ari wird sehr viel gespielt tatsächlich. Fortune. Fortune wird nicht zu viel gespielt. Ich habe es tatsächlich jetzt einmal gespielt. War cool. Wobei ich niemandem empfehlen würde, Fortune zu spielen, weil irgendwie ist das eine Trap. Du wirst belohnt zu verlieren, aber wenn du verlierst, dann gewinnst du nicht. Und dann gewinnst du nie wieder und irgendwann verlierst du einfach. Also, ja, das ist so ein Spiel mit dem Feuer und meistens ist es nicht gut. Deswegen würde ich es grundsätzlich niemandem empfehlen, aber kann jeder aussuchen. Wenn ihr immer gewinnt, bekommt ihr jetzt statt 2 Gold 3 Gold. Das ist cool, ihr bekommt generell mehr Gold. Außerdem bekommt ihr, wenn ihr... Also das hier ist das normale Fortune und hier ist das 6er Fortune. Da bekommt ihr auch mehr Gold. The Remove the All Gold Drop heißt, glaube ich, dass man nicht nur Gold bekommt, sondern auch andere Sachen. Spatula bekommen kann man bekommen und Jackpot kann man bekommen. Das heißt, da kommen super viele Items. Musste ich mal ausprobieren, könnte krass sein. Ich habe aber letztens einen fucking Schuh bekommen. Ich habe gewonnen und habe einen fucking Schuh bekommen. Da war nur ein Schuh und den konnte ich nicht mal anziehen. So ein Piratenstempel. Konnte ich nichts mit machen. Richtig retarded. 6er Fortune, geil, ich krieg einen Schuh. Geil! Ja, Tier 1. Die Diana wird etwas gebufft. Diana spiele ich nicht so gerne. Genauso wenig wie die Lissandra wird auch gebufft und hat ein bisschen mehr Damage. Nami wird gebufft. Nami finde ich actually ziemlich stark. Hat jetzt 3 Sekunden Stun Duration auf Stufe 2. Finde ich sehr, sehr gut. Also ich vermag Nami. Im Early Game ist sie cool. Und Vayne hat ein bisschen mehr Attack Speed. Ich finde eine Early Sharpshooter Chosen Vayne mit Rageblade, die carryt dich richtig lange. Mein Geheimtipp. So, Annie. Annie hat mehr Schild. Und Annie Schild muss man auch sagen, holy shit, ne? Wenn du eine Tank Annie baust, die ist manchmal echt unsterblich schon. Die wird jetzt nochmal gebufft, hat mehr Schild und hat mehr Damage. Schwierig. Aphelios wird gebufft. Einfach, es wird im Prinzip alles gebufft. Aphelios im Turm bleibt länger stehen. Hecarim heilt sich jetzt mehr. Jax hat mehr Tech Speed und hat jetzt weniger Mana-Kosten. Also beziehungsweise er braucht weniger Mana. Dann kommen wir zu den T3-Champs. T3, Jinx. Bale ist jetzt kein Auto-Tech mehr, sondern wirklich ein Zauber. Das bedeutet, dass sie, glaube ich, kein Gunblade mehr... dass sie jetzt kein Blutdüster mehr spielen kann, sondern Gunblade spielen muss, um sich zu heilen. Ich habe nicht so viel Jinx gespielt, um genau zu sagen, was es ausmacht. Aber ich denke... Es ist halt kein Auto-Tech mehr, deswegen, ich glaube, vorher haben die halt viel Blutdüster gespielt und sie war fast unsterblich oder so. Ja, Xin Zhao braucht jetzt weniger Mana. Ich denke, Xin Zhao ist sehr, sehr underrated. Vor allem jetzt mit 30 Mana. Holy shit, ist das krass. Auch bei ihm ist es so ein bisschen, und zwar ist es jetzt kein Spell mehr, sondern er braucht Blutdüster. Yumis Healing wird erhöht auf Stufe 3. Das ist nett, weil ja, ich fand vorher, ihr Stufe 3 war nicht stark genug, ehrlich gesagt. Und auch ihr Attack Speed Buff wird erhöht. Veigar bekommt einen guten Buff, muss man sagen. Und zwar ultet er jetzt nicht mehr das Ziel mit dem Lowest Current.
mit dem lowest... Stopp, stopp. No targets, Q and health, genau. Er greift das Ziel mit der wenigsten AP an und nicht der prozentual wenigsten AP. Vorher könnte es sein, hey, das ist ein Ziel mit 20%, ist aber ein Brawler. Keine Ahnung, Z mit 4k AP, der immer noch genug hat, 800 oder was weiß ich. Ne? Und deswegen, das ist eine gute Änderung. Dafür macht jetzt aber Veigar 3 weniger Damage und Veigar 3 bekommt weniger Stacks. Riven wird komplett, ja nicht zerstört, aber Riven 3 ist so eine Win-Condition, muss man einfach sagen. Und wenn du Riven 3 hast mit Dusk 4 oder Dusk 6, hast du einfach gewonnen. Und das wird jetzt vielleicht nicht mehr der Fall sein. Müssen wir mal gucken. Sie wird richtig hart genervt. Das hier ist auch ein Ding, ne? 250 auf 1000, holy shit. Und sie macht ja nicht nur Damage, sondern shieldet sich einfach, ne? Und ja. Auf jeden Fall super krass genervt, ne? Von 1000 auf 750 und die Ult dann quasi, also der Super Slash von 2000 auf 1500. Shen gibt mehr Rüstung und das, was ich cool finde, ist, dass Shen auch weniger Mana braucht und Shen sein Taunt jetzt 8 Sekunden gibt. Ja, das ist sehr, sehr geil, weil ich meine, vorher war, wenn du also Shen 3 gespielt hast, hast du kaum Vorteile gehabt und jetzt hast du halt einen richtig langen Taunt. Das ist nett. Lee Sin braucht weniger Mana, hat, jetzt kommen wir zu Set. Set braucht jetzt 175 Mana. Das ist richtig krass, aber Set ist auch echt zu stark, müssen wir ehrlich sagen. Yawn braucht weniger Mana und Zilean kann nicht mehr sich selber holen. Das ist ziemlich hart. Ich stelle Zilean nämlich sehr, sehr gerne am Rand. Dann wird er direkt als erstes angegriffen und ultet irgendwo sich selber und einen anderen. Perfekt. Ja, das geht nicht mehr. Er kann aber noch einen anderen Zilean ulten, falls einer auf dem Board ist. Noch ein Zilean. Aber ja, muss man mal gucken. Ich denke, Zilean ist trotzdem S-Tier auf jeden Fall. Zilean ist saugut. Loons Echo baue ich nie, wird gebufft. Keine Ahnung, Static Shift baue ich auch nicht. So, das sind so Items, die ich nicht so gerne mache. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ist nett. Leute, ich sag dazu, es ist nett. Sunfire Cape hat jetzt 2 Sekunden, braucht es immer, um Damage zu machen. Das ist ein harter Nerf. Das ist quasi ein Damage-Nerf um 50%. Tut auch ordentlich weh. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Tag, was auch immer bei euch ist. Stay tuned, stay geil und stay welcome. Auf Wiedersehen. Ich hab euch lieb. Bis deine Antenne. Miau, miau.